Phrase des Jahres, wenn ich frage. Ein, zwei Tage nicht dabei und du wirst sofort schmerzlich vermisst hier. Na klar. So, das sollst du eigentlich jetzt nicht sehen, aber das ist ein ganz kleiner Teaser für die Zukunft. Oh. Nee, sag ich nicht. Wir haben Federn hier eingebaut. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Ich hab das Video geguckt natürlich, ist ja klar. Ja, klar. Hm? Du sollst ja, hallo, noch ein bisschen bezahlt. Was? Dafür werde ich bezahlt? Mit der Massage. Aber jetzt ich mach mir einen Termin, ne, am Samstag. Am Samstag ist schon wieder ein Monat vorbei. Wir haben schon fast 2 Monate. Kann ja Selma Bescheid geben, dass du kommst. Haha. Du kommst nicht billig davon. Lass das doch mal, das ist was Wichtiges. Das habe ich doch schon gesehen. Guck mal. So, Heuschkenntnis bei Kfz-Fuß. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um den wunderschönen V8, den ich mir gegönnt habe. Natürlich gab es Optionen: E-Auto, Hybrid, irgendwas zum Sparen. Ich habe mich natürlich für V8 entschieden. Ganz klar. Spritsparend. Sehr. Sehr. Ich weiß ja, ob mein Tacho kaputt ist, Aldos. Der bewegt sich gar nicht. Er ist ganze Zeit auf Reserve. Voll Hammer. Aber auch wenn ich tanke, ist er auf Reserve. Auch da? Ja, für 10 Euro ist Witze erwarten. So, komm, wir fahren jetzt eine Runde. Ich zeig dir mal, wie das ist. Das musst du jetzt. Das musst du fühlen. Weil ich möchte deine ehrliche Meinung haben. Okay. Okay, komm. Fahr du schon mal raus? Ich hab Fernbedienung. Komm rein. Sollte mich vielleicht auch anschnallen, ne? Ja, ich bezahle nicht für dich. Achte mal, wie laut das jetzt ist. Voll laut, ne? Guck mal, wie der auf der Straße klebt, ne? Tut er das? Hä? Natürlich, Achtung. Das ist ganz kurz. Oh ja, oh ja, ja. Ja, warum macht man Federn? Wegen der Optik, aber auch für dieses sportliche Verhalten. Ich finde, beim M-Fahrwerk, diese 40 mm ist perfekt. Klar, es wirkt natürlich auch krass tief. Warum? Warum? Der Reifen hat nicht gut. Hey. Ja, hab ich gesehen. Was ist da los? Ich dachte schon, die Polizei. Oh, ich dachte, einmal beschleunigen, sofort die Polizei. Ich hab nur bis 40 so beschleunigt. Bei Gewindefahrwerk, nicht, dass ich mir das nicht leisten kann, aber bei Gewindefahrwerk haben wir das Problem, der könnte zu hart werden. Ne? Das stimmt. Und bei einem Fünfer würde ich das jetzt nicht feiern, wenn der jetzt hart wäre. Deswegen, ich finde es geil, es ist noch weich, aber schön tief. Ja, klar, bei den 16 Zoll wirkt das halt extrem tief. Ist er aber nicht, weil wir eine riesen Bereifung haben. Aber auch hier, wenn wir hier über Hügel fahren, hörst du irgendwelche Geräusche? Nö. Ich auch. Und das ist ja wichtig bei einem Fünfer. Aber ein Gewindefahrwerk würde ich auch nicht, glaube ich. Ja, ich meine, wenn ich es umsonst gekriegt hätte, ja, dann und Aldos, kann man das als Massage zählen? Nein. Also total. Ich stehe voll auf diese Felgen. Das ist der Burner. Du kannst überhaupt nicht spielen, was das ist. Kauft ein Auto und dann überlegt man ja 2 Minuten. Ja. Bei mir ist das so ein bisschen anders. Ich gucke mir den 540er an und parallel gucke ich mir Felgen an. Du kennst mich. Ich weiß. Und das habe ich auch gemacht. Bevor ich das Auto gekauft habe, habe ich mir Felgen gekauft. Du bist verrückt. Ja, wenn ich was hole, das ist Schachspiel. 5 Schritte nach vorn. Auch wenn man das manchmal nicht glaubt. Das Auto würde mit so und so und so und so und so und so und so, so aussehen. Das habe ich auch in dem Fall gemacht. Zeit ist Geld. Aber ich habe beides nicht. Tieferlegung haben wir schon. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe, ist er ja jetzt auch. Aber ich habe mir auch überlegt, wie die Felgen aussehen sollten. Und die Felgen sollten genau so aussehen. Die habe ich mir geholt. Du hast also das Auto schon bildlich vor dir gesehen. Genau, mit diesen Felgen. Ich habe mir diese Felgen geholt, habe mit dem Typen geschrieben, alles super. Der hatte die knapp 900 Euro drin. Ich habe den runtergehandelt auf 700, ist so geil. Auch weißt du, wo ich das Foto dir geschickt habe, gesagt, ey, ich habe das Schnäppchen des Jahres gemacht. Ich weiß. Diese Felgen kosten eigentlich normalerweise ab 2000 Euro. Ich habe gesagt, da ist doch irgendwo ein Haken. Genau. Ich habe die Felgen bekommen. Okay. Und normalerweise, wenn du Felgen bekommst, das sind jetzt 19 Zoll Felgen. Und guck mal, wie groß die sind, ne? Na klar. Riesig. 4 Stück, 19 Zoll, mit einer hammergeilen Bereifung von, guck mal. Ja, wenn jetzt Felgen kommen,
die vier Stück sind, dann müssen das riesen Pakete sein. Einzeln. Oder vier einzelne. Oder vier einzelne, sag ich doch. Ne? Ja, ich hab die Felgen bestellt auf eBay Kleinanzeigen und guck, was gekommen ist. Guck mal, was hier steht. 700 Euro, Gazer. Oh, das ist hammerschwer. Das heißt auf Türkisch irgendwie, 700 Euro bezahlt und hab genau das bekommen. Schreibt man das nicht mit K eigentlich? Nein, ich komme hier aus Ankara. Und Ankara sagt man Gazer. Also man spricht das K mehr so gönnen. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch mehr so auf. Ja. Ich meine, wenn ihr das seht, wird ihr das auch verstehen. Da kam der Typ genauso. Mit einem Paket. Was hast du gedacht als erstes, als das Paket gesehen hast? Das Geile war so, ich so. Der kam mit diesem Paket an, ich so. Ist so geil, ne? Ja, komm, die anderen Pakete helfe ich dir. Er dachte mich so, was ist das für ein Witzig? Warum läuft der hinter mir her? Also ehrlich, so hat er geguckt, er so, ich mach das mal nach. Er hat ein Paket mitgebracht, ich habe unterschrieben und ich habe gesagt, jetzt helfe ich dem Typen. Ne? Sein Lieferwagen stand ja auf der Straße. Dann bin ich einfach so hinterher gegangen und er so. Er hatte so eine Schiebetür. Super zugemacht. So, nein, er ist eingestiegen und ich bin davor stehen geblieben. So. Dann habe ich so gewartet. Und er so irgendwann, ne? Kann ich Ihnen noch helfen, ne? Ich so, ja, da fehlen noch drei Pakete. Oder kommen die morgen? Ich dachte, okay, haben die nicht geschafft. Aber ist ja manchmal echt so, ja. Dass, ich sag mal, wenn du vier Reifen bestellst, kommen nur zwei. Und nächsten Tag kommen die anderen zwei. Dachte ich auch erstmal so. Also nee, also du hast nur ein Paket. Ich so, ach, kommen die morgen, die anderen Pakete? Er so, nein, davon weiß ich jetzt nichts. Kann sein, hat er gesagt, ne? Und dann bin ich gegangen. Ich so, alles klar, bin gegangen. Dann wollte ich das eigentlich gar nicht aufmachen. Aber ich konnte dann nicht warten. Wagen sofort auf die Bühne, eine Felge ab, habe ich das aufgemacht. Und jetzt, ich muss immer lachen, wenn ich das sehe. Ehrlich, ich habe nur einmal aufgemacht und reingeschaut, dann habe ich wieder zugemacht und habe den Typen sofort kontaktiert. Da kommt auch eine nette Geschichte, warte jetzt. So, ich mache jetzt auf. Mach. Oh. Ich habe nur diese Felgensterne bekommen. In 8J. Ja, ich weiß nicht, was noch da ist. Komm, ich mache jetzt alles auf. In 8J. 8J. Ah ne, das ist 9J. Also hinten ist 9J, vorne ist 8J. Ja, mal schauen, was wir noch haben. Dann haben wir nochmal 9J. Also du hattest noch nicht mal alles ausgepackt, ne? Nachdem du Nein, den ersten oben erste gesehen Mal. Hast. Auch keine Schrauben oder so. Keine Gurke da drin? Keine Gurke. Keine Gurke. Ich wüsste jetzt, wenn da eine Gurke drin wäre, ich wäre, glaube ich, nicht so sauer. Ich habe leider keinen Streamshot gemacht von der Beschreibung. Aber ich sage euch, der Typ hat das so beschrieben. Weil, ihr müsst euch vorstellen, er hat 10 Bilder davon gehabt und alle komplett mit Fellen. Nicht richtig hingeschrieben, dass es Felgensterne sind. Einmal, und da stand sogar, ja, sehr seltene Komplett-Alu-Satz. Ja, die heißen Styling 744 und 45. Das sind sehr, sehr seltene Felgen, ja, ich weiß. Sehr irreführende Anzeige war das. Und ich habe das natürlich, wo ich ganz schnell alles machen wollte, weil ihr müsst euch vorstellen, alles, was ich bestellt habe und alles, was wir noch einbauen, das liegt schon seit Wochen hier. Also ich habe die Anzeige ja gesehen. Ich weiß auch ganz genau, wenn man sich das anschaut, ja, dann hätte man definitiv gedacht, das ist ein Komplettsatz. Nein, war es aber nicht. Mit allem drum und dran. Einfach eine Verarsche gewesen. Ja. So, Leute, aber ich habe dafür 700 Euro bezahlt. Wenn der ein oder andere die Felgen irgendwie gebrauchen kann. Die Sterne. Sterne, sorry. Du wirst jetzt auch irreführend hier. Ja, wenn einer diese Sterne gebrochen kann sich gerne bei mir melden, die gebe ich ab. Ihr wisst, was ich dafür bezahlt habe, natürlich will ich ein paar Euro runtergehen, ist klar, aber ich kann den nicht gebrauchen, ich kann den nicht so dran machen. Wo soll ich die dran machen? Es sei denn, ihr habt diese Dinger drauf, wo ich die einschrauben kann, dann brauchen wir die Schrauben. Ey, das, nicht mal die Schrauben sind dabei, nicht mal. Aber die sind schön. Wenn man alles andere dazu hat. Ja, guck mal, hier haben wir Kratzer, da haben wir Kratzer. Ja gut, bearbeitet werden. Ja, die müssen bearbeitet werden, auf jeden Fall.
Ja, die sind ja auch Dings, ne? Sandgestrahlt, sehe ich schon. Also die wurden entlackt. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich finde es natürlich schade. Ja, und das Geilste war ja noch, dann habe ich den Typen natürlich angeschrieben, habe gesagt, ey, also kann das sein, dass die anderen Sachen jetzt später kommen? Naja, war natürlich nicht so. Der meinte, nö, ich war nur das. Ja, ja, er hat gesagt, schick mir das über PayPal, Freunde, Familie. Mhm. Und wenn ihr das macht, habt ihr keine Ansprüche mehr. Das ist kein, also nichts. Und der wusste das ganz genau. Er hat ja irreführende Text geschrieben, wo du einfach nur denkst, du kaufst die Felgen, aber war nicht so. Dann hat er das über Freunde krass abkassiert und der Sack hat natürlich nicht mehr reagiert. Da habe ich gesagt, ey, hör mal, komm, ich komme dir 100 Euro entgegen, schick mir die 600 Euro, nimm die Felgen wieder, also nimm das hier wieder zurück, was auch immer ist. Kam nichts mehr. Es kann ja sein, dass ich bald für eBay arbeiten werde, aber ist mir auch egal. eBay Kleinanzeigen ist für mich eine Betrügerplattform geworden. Da müssen die aufräumen. Die können einfach so weitermachen. Datenschutz ist ja wichtiger, da wird ja, nichts gemacht. Ja, ja. Dürfen wir ihn zeigen? Was? Dürfen wir seinen Namen zeigen zum Beispiel? Nein, also ich... Ach, steht da nicht mal sein Name drauf. Das sieht aus wie so eine Firma. Ja, das ist Betrug. Also ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch mal sowas erlebt habt und was ihr dazu sagt. Es ist natürlich traurig, weil, ey, man kann ja sagen, weißt du, ich habe ihm ja gesagt, ich will ihn auf mein E39 einbauen, das wird bestimmt geil aussehen. Hast du auch noch gesagt? Natürlich. Aha. Und er hat sich natürlich darauf überhaupt nicht eingelassen, weil er wusste ganz genau, dass ich das nicht gecheckt habe. Ich glaube immer an Karma. Und weißt du, was das Geile war? Ich habe das gekauft und habe natürlich, wie man das auf Türkisch so schön sagt, Kazık des Jahres bekommen. Kazık des Jahres. Safe. Und dann kam ein Kollege und hat einfach seinen Keller aufgeräumt. Ja, der hat mir 3 Satz Felgen hingestellt. Aber ein 18er, 19er oder 2x18er und ein 17er. Okay, die habe ich jetzt nicht für viel Geld verkauft oder so. Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn irgendwas dir Schlechtes widerfährt, passiert dir auch immer was Gutes. Deswegen, war alles gut. Die Felgen abgegeben, zwar nichts an Kohle gemacht, aber egal. Ich habe aber 3 Felgen bekommen. Das ist Karma. Ich bin trotzdem happy. Das wollte ich schon immer haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit jetzt Uhren baue. Oder vielleicht will das hier einer haben. Der kann sich gerne bei mir melden. Bei mir wurde ja schon mal ein 5er Felgen geklaut, ne Rösch? Ich habe mich null geärgert. Null. Aber ich sag euch, da habe ich mich geärgert. Und das ist schlimmer als klauen. Das ist schlimmer als klauen. Finde ich auch. Ja. Aber egal, es geht weiter. Du hast doch die wunderschönen ATS-Felgen. Ich weiß ja gar nicht, was nein. du für ein Problem hast. Genau, habe ich mir auch überlegt. Ich habe gesagt, wir haben so geile ATS-Felgen. Ja. Das ist halt, das ist, weil ich den ganzen Tag gelobt habe und dann Felgen gekauft habe. Dann passiert sowas. Das ist Karma. Das ist Karma. Sag ich dir. Was soll man sagen? Dich würde ich doch nicht rausholen. Wunderbar. Ey. Ey, darf ich nicht anfassen? Darfst nicht anfassen. Komm schon, einmal. Nein. Einmal. Die muss ich noch einmal. Nach einem Jahr einmal. Muss man waschen. ATS. Ist das neue BBS oder was? Ich würde sonst wird der noch nicht so beleidigt. Ja gut, egal. Fahrwerk lässt sich geil fahren. Das ist doch schon mal das Gute. Die sehen einfach geil aus. Wozu eigentlich neue Felgen? Ja, sag ich ehrlich. Auch immer. Ja. Ja, und ich nehme mein Kazık mit. Oh, Alter, das Ding ist hammerschwer. Und dann musst du das Ding noch rumtragen hier, ja. Obwohl du hier 700 Euro Kazık bekommen hast. Ja, leider. So, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Doch, was soll ich noch sagen? Also, ist das ist Kazık des Jahres, wenn ihr fragt. Ich finde das so schön. Und Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Bleib gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft, bis dann. Haut rein. Ciao. Warte, Alter, dann lass es so machen. Danke.